Schnell Geld verdienen und schnell reich werden ist in aller Munde. Ihr seht das aktuell überall im Internet, sei es vor YouTube-Videos oder in anderen Werbeanzeigen. Jeder prahlt damit, dass du schnell viel Geld verdienen kannst. Und genau aus diesem Grund machen wir heute mal wieder ein Experiment. Und zwar wollen wir mit der einfachsten Sache überhaupt Geld verdienen. Und zwar mit Gehen. Es gibt mittlerweile einige Programme und Apps, die nämlich genau das versprechen, dass man mit einfachen Schritten Coins bekommt, mit denen man sich dann im Endeffekt etwas kaufen kann. Und ob das Ganze wirklich funktioniert, wie das Ganze wirklich funktioniert und vor allem, wie viel wir dabei auch allgemein verdienen können, werden wir jetzt hier in diesem Video einmal herausfinden. Ihr könnt gerne jetzt schon mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich am Ende des Videos verdient habe, mit einfachen Schritte gehen. Ich habe die App oder die verschiedenen Apps, die genau das versprechen, jetzt circa 3 Wochen lang getestet. Und ihr werdet am Ende dieses Videos erfahren, was dabei rausgekommen ist. Sweatcoin hat sich in kurzer Zeit zu einem echten Hit entwickelt. In Deutschland war die App nach dem Launch sogar beliebter als der allgegenwärtige Messenger-Dienst WhatsApp. Ganz überraschend ist das natürlich nicht. Schließlich verspricht Sweatcoin, dass man Geld für eine Tätigkeit bekommt, die viele sowieso schon machen, und zwar Laufen. Sweatcoin funktioniert im Grunde recht einfach. Dank Bewegungsmelder und GPS-Tracking misst die App jeden eurer Schritte und bezahlt euch für jeweils 1000 absolvierte Schritte. Bedeutet umgerechnet, 1000 Schritte sind etwa 0,95, also ein Sweatcoin. Sweatcoins misst nur Outdoor-Schritte. Man muss sich also tatsächlich an die frische Luft begeben und eine kleine Runde im Park drehen. Eigentlich keine schlechte Idee, allerdings funktioniert das Erfassen der Schritte nicht besonders gut. Der Algorithmus misst nicht jeden Schritt, den ihr getätigt habt, sondern nur ungefähr 70%. Aber was kann man denn jetzt eigentlich alles wirklich mit diesen Sweatcoins kaufen und wie viel Geld kann man damit im Endeffekt durch Gehen erwirtschaften? Genau das werdet ihr in diesem Video jetzt erfahren. Ach ja, und bevor es hier weitergeht, könnt ihr an dieser Stelle gerne schon mal den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann gebt diesem Video gerne schon mal einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. So, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Tobi ist hinter der Kamera und wie ihr seht, es regnet, es ist eiskalt. Aber ich muss auf jeden Fall noch einen Haufen Schritte sammeln für dieses Video, damit wir wirklich auch viele Coins und so weiter verdienen. Deswegen kommt auch mein Handy wieder in die Hosentasche, denn anscheinend tracken diese Apps nicht irgendwie einen Schritt, in dem dass du hier so schüttelst, sondern anhand der Geodaten. Das bedeutet, sie tracken wirklich, ob du unterwegs bist oder nicht. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber tatsächlich durch Schütteln kommen keine neuen Schritte dazu. Das habe ich auch natürlich schon getestet. Ansonsten machen wir jetzt hier noch einen Haufen Schritte und gucken mal, was dabei rauskommt. Ich muss ja grundsätzlich sagen, ich glaube, es ist der falsche Ansatz zu sagen, hey, ich will Geld verdienen mit Schritten. Ich finde, wenn jemand wirklich Geld verdienen möchte, muss er allgemein auch hart dafür arbeiten und nicht nur gehen. Aber ich werde für euch jetzt trotzdem das Beste ausprobieren, das Beste rausholen und wahrscheinlich bin ich morgen krank. So, was habe ich aber jetzt wirklich in diesen 3 Wochen mit all meinen Schritten verdient? Ihr wisst, ich war auch jetzt über einen Monat in Dubai, wo ich tendenziell sogar mehr Schritte am Tag gemacht habe als davor. Und ich habe das Ganze wirklich mit 2 Apps getestet. Und zwar, die erste App heißt Cash Steps. So, dort wird versprochen, dass du eben mit einfachen Schritten Geld verdienen kannst und ich kann euch direkt schon mal vorwegnehmen, diese App hat mich absolut vollkommen enttäuscht, denn an sich macht diese App eigentlich nichts anderes, als dass sie dein Akku verbraucht. Sie läuft im Hintergrund, verbraucht eine Menge Akku und wenn wir einmal hier drinnen sind, ich zeige euch das einmal, wie das Ganze aussieht, kannst du da nicht groß irgendwas machen, außer dass du noch weitere Schritte kaufen kannst und so weiter, aber du kannst mit diesen Punkten, die du da sammelst, einfach nichts tun. Das heißt, die App Cash Steps kann ich schon mal nicht empfehlen und würde ich euch auch nicht
ja, empfehlen, irgendwie runterzuladen, weil sie, wie gesagt, nur Akku verbraucht. So, die zweite App, die wir getestet haben, das war auch die App, wovon ich mir auch schon, ja, mehr versprochen habe, denn ich habe über die App schon auch einige Dinge gehört und so weiter. Das ist die App Sweatcoins. Bei Sweatcoins habe ich jetzt mittlerweile 127 Coins verdient. Das können wir hier einmal einblenden in diesen 3 Wochen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel ein oder 1000 Schritte sind, glaube ich, ein Sweatcoin. Ich werde das nochmal recherchieren für euch. Jetzt gucken wir uns aber wirklich mal an, was können wir jetzt denn mit diesen Sweatcoins überhaupt kaufen. Und auch hier war ich eigentlich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, denn ich habe mir das Ganze so vorgestellt, man geht ein paar Schritte, man sammelt Sweatcoins und man kann sich die Sweatcoins dann entweder auszahlen oder in PayPal-Guthaben umwandeln, Amazon-Guthaben, whatever. Und das ist eben nicht der Fall. Ich zeige euch jetzt mal, was man mit diesen Sweatcoins machen kann. Und zwar, erstens hast du immer gewisse Angebote, die du bekommst. Das heißt, du kannst mit diesen Sweatcoins teilweise 65%, 90% von irgendwas Rabatt bekommen, musst aber natürlich trotzdem Geld bezahlen. So, dann gibt es auch immer gewisse Angebote, wo du wirklich auch mit Sweatcoins bezahlen kannst. Und das aktualisiert sich wirklich täglich. Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel, es gibt so einen gewissen Tee. Hier, der kostet irgendwie, glaube ich, 30 Sweatcoin, so einen gewissen Tee, den du direkt kaufen kannst. Oder ja, du kannst hier so ein Bambusbesteck kaufen für 150 Sweatcoin. Auch das könnte ich jetzt sehr bald mit meinen Sweatcoins schon kaufen. Nur hier ist es teilweise so, du hast dann auch noch recht viel Versandkosten. Also meistens 5, 6, 7 Euro Versandkosten bei den Sachen. Und man kann teilweise, das gibt es auch nicht immer, das Geld wirklich in Amazon oder in PayPal-Guthaben umwandeln. Gibt es aber nicht immer und es steht meistens dran, ausverkauft. Und du brauchst dafür wirklich sehr, sehr viele Sweatcoin. Also hier für so 20 US-Dollar Amazon brauchst du 8000 Sweatcoin. Und ich habe jetzt in 3 Wochen 127 gesammelt. Das heißt, du kannst dir ungefähr ausrechnen, wie viel du da gehen musst. Das habe ich mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Deshalb, grundlegend sind diese Apps, finde ich, eine gute Idee, wenn sie eine andere Struktur hätten, wenn man eben auch mit diesen Coins natürlich auch mehr machen könnte. Andererseits muss man eben auch ganz klar sagen, so hey, wenn du mehr Geld verdienen willst, dann arbeite mehr, tu was dafür und so weiter. Ich glaube, dass es allgemein ein falscher Ansatz ist, zu sagen so, hey, ich habe gar keine Lust, irgendwas zu tun und will jetzt mit Schritten Geld verdienen. Deswegen, jeder, der es ausprobieren will, kann es mal ausprobieren. Wenn er sagt, okay, die App läuft ja gut im Hintergrund, dann kann ich mir mal immer wieder irgendwie einen kostenlosen Tee oder Besteck kaufen, whatever. Ansonsten musst du dir halt überlegen, ob es dir wert ist auch, dass dein Handy im Hintergrund mehr Akku verbraucht. Das war nämlich bei mir jetzt definitiv der Fall. Und deswegen werde auch ich diese App tatsächlich wieder löschen, weil ich mir davon keinen Tee kaufe oder whatever. Sogar für 6 Euro mir einfach im Supermarkt einkaufen kann. Aber die Entscheidung bleibt natürlich bei jedem selbst. Ansonsten schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was du von diesem ganzen Thema hältst, mit Schritten, Geld verdienen und so weiter. Ob du vielleicht auch schon mal sowas ausprobiert hast und ob du vielleicht sogar bessere Apps kennst, als wie die, die ich jetzt ausprobiert habe. Ich freue mich da auf jeden Fall auf euer Feedback in den Kommentaren. Ansonsten gibt es wieder nächste Woche ein spannendes Experiment zum Thema Geld verdienen. Wird ein sehr, sehr cooles Video. Deswegen auf jeden Fall hier schon mal den Kanal abonnieren, um das Video nicht zu verpassen. Und wenn euch diese Videos gefallen, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.